Hi, wenn du kein Hörspiel mehr verpassen möchtest, dann abonniere jetzt unseren Kanal und vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren. So, und jetzt viel Spaß mit dem Hörspiel des Monats. Wir wollen es wissen, immer auf der Suche nach neuen Abenteuern. Wir gehen den Dingen auf den Grund und entdecken unsere Welt gemeinsam. Reise mit uns durch Raum und Zeit, denn danach wissen wir Bescheid. Es gibt so viele Fragen, komm mit, wenn wir die Antworten jagen. Aufgepasst, jetzt kommen wir und wir sind schlau. Schau wie wir, Tobi, Samir, Lisa und Pia. Aufgepasst, hier kommen wir und wir sind schlau. Schlau wie vier, dem Kick auf der Spur. Kopfball von hier! Abgewehrt! Aus dem Hintergrund müsste Tobi schießen! Tobi schießt! Tor, Tor, Tor! Tor für die Vier! 3-2! Das war der Schlusspfiff! Schlag ein, Samir! Und dabei war die Parallelklasse so lange in Führung. Toll, wie wir das gedreht haben, Lisa. Ein Wunder. Das Wunder von der Eulenstraße. Wie gut, dass wir gerade auf der Ersatzbank waren. Da konnten wir das entscheidende Tor viel besser sehen. Damit ist der Weg frei für die Mini-WM. Mensch, Lisa, ich sehe uns schon auf dem heiligen Rasen, in einem echten Stadion. Aber du weißt schon, das nächste Spiel ist immer das Schwerste. Schon seit Wochen hatten die Kinder der Grundschule Eulenstraße kein anderes Thema mehr als das bevorstehende große Fußballfest, die Mini-WM. An allen Grundschulen der Stadt stellten die Sportlehrer Mannschaften aus den vierten Klassen zusammen, die dann im Stadion des städtischen Fußballclubs gegeneinander antreten sollten. Genau wie bei einer richtigen Fußball-WM. Da wollten natürlich auch die schlauen Vier aus der 4A dabei sein. Die Zwillingsschwestern Lisa und Pia und ihre besten Freunde Samir und Tobi. Da kommen sie, unsere Helden von der Eulenstraße. Hallo Schwesterherz, hallo Tobi. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Super Schuss, Tobi. Aber nun komm mal runter. Ist ja nicht so, dass du das ganz allein geschafft hast. Wie, hab ich nicht? Witzbold, schon mal was von Mannschaftssport gehört? Nur weil Pia mit ihrem Kopfball nicht zum Zug gekommen ist, konntest du überhaupt reingehen in den Zweikampf mit dem Verteidiger. Ja, das stimmt natürlich. Und unsere eigene Abwehr war auch nicht schlecht. Jedenfalls, nachdem sie am Anfang gleich zwei Tore reingelassen hat. Ihr hört euch an wie Profifußballer. Das ist doch im Fernsehen auch immer so, wenn die Kommentatoren im Studio sitzen und sich in der Pause nochmal jede einzelne Szene in Zeitlupe anschauen. Und dann erklären, welche Mannschaft stärker ist. Ich stehe hier mit Tobi Schmalhans, unserem jungen Ausnahmetalent vom FC Eulenstraße. Herr Schmalhans, obwohl die gegnerische Mannschaft auf etwa 67% Ballbesitz kam, hat Ihr Tor im entscheidenden Moment für die Führung gesorgt. Wie fühlen Sie sich? Vielleicht sollte ich an dieser Stelle übernehmen. Ich glaube, unser junges Ausnahmetalent hat sich so verausgabt, dass er nicht die richtigen Worte findet. Oh nee, der Oberchecker aus der Parallelklasse. Was mischt sich denn der Angeber jetzt ein? Na, Checker, war wohl nicht so dein Tag heute. Deine Klassenkameraden sehen jedenfalls nicht so glücklich aus. Ach, wisst ihr, meine Mannschaft spart sich ihre Kräfte eben lieber. Für den Tag, an dem es drauf ankommt. Was soll denn das heißen, deine Mannschaft? Bist du hier der Kapitän oder was? Nun hört doch auf zu streiten. Ihr wisst doch, wie das Fußballmotto lautet. 11 Freunde sollt ihr sein. Außerdem spielen wir doch bei der Mini-WM sowieso alle miteinander. Die Besten aus der ganzen Jahrgangsstufe und noch die Spieler für die Ersatzbank. Ja, das habe ich auch schon gehört. Ja, mal schade. Wo ich doch schon so eine professionelle Strategie ausgetüftet hatte für meine Jungs und Mädels aus der 4B. Wer sagt denn überhaupt, dass du in der Endauswahl dabei bist? Das entscheidet ja wohl immer noch Kräuschen. Frau Krause wird hoffentlich einen Blick für Talent haben, als verantwortliche Sportlehrerin. Schließlich bin ich amtierender Torschützenkönig in meinem Verein. Meine Großtante sagt immer, der weiseste König ist nichts ohne gute Berater und glückliche Untertanen. Und mein Trainer sagt immer,
Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Wir sehen uns nachher in der Turnhalle, Checker. In der übernächsten Doppelstunde versammelten sich alle Teilnehmer des Fußballturniers in der großen Sporthalle, wo Frau Krause verkünden wollte, wer bei der Mini-WM die Schule Eulenstraße vertreten sollte. Jetzt leg doch mal die Bälle weg und hört zu. Ist ja ein Lärm wie in der Fankurve. Wollt ihr nicht wissen, wer zu unserer glorreichen Elf gehört? Versteht sich doch von selbst. Du hältst jetzt mal die Klappe. Kräuschen spricht. Und ihr beide bekommt gleich jeder eine gelbe Karte. Also reißt euch zusammen. Ich wollte noch was sagen zum Spiel vorhin. Hat mir gut gefallen. Ihr seid mutig in die Zweikämpfe reingegangen, ohne dass es Fouls gab. Die Torschützen haben ganze Arbeit geleistet. Die Keeper auch. Aber denkt dran, beim Einwurf nicht hochspringen, sonst bekommt sofort der Gegner seinerseits einen Einwurf. Samir, das habe ich dir doch neulich erst gesagt. Was mir noch ein bisschen fehlt, ist das Zusammenspiel. Mitlaufen, wenn ihr seht, dass einer den Ball hat und aufs Tor zustürmt. Passspiel. Ihr wisst doch, ein Tor macht nie einer allein. Genauso wie man nur gemeinsam eins verhindert. Hast du das gehört, Lisa? Du bist super links außen. Das ist genauso dein Sieg. Lieb, dass du das sagst. Aber mir ist schon klar, warum ich die halbe Zeit auf der Ersatzbank saß. Ich bin einfach nicht so gut wie die anderen. Doch, bist du. Nur anders gut. So, wir kommen jetzt zum spannenden Teil unserer kleinen Veranstaltung. Alle Kinder, die ich aufrufe, kommen zu mir nach vorne und setzen sich auf die Turnmatte hier. Das ist unsere Auswahl für die Mini-WM in 3 Tagen. Alle anderen, nicht traurig sein. Wir brauchen euch auf der Ersatzbank. Ich verspreche euch, jedes Kind, das spielen möchte, ist nach Möglichkeit auch mal dran. Ich sehe es schon vor mir, wie ich den Pokal durchs Stadion trage, unter dem Jubel der ganzen Schule. Friedrich Wilhelm, das Wörtchen ich hat im Fußball nicht so viel verloren, wie du denkst. So, zu mir auf die Matte kommen jetzt als erstes bitte Lilly, Noemi und Amelie. Ja! Die Mädchen aus der 4C, die sind wirklich gut. Spielen in der E-Jugend im Verein. Als nächstes bitte Felix und Henry, Pia und Samir aus der 4A. Yes! Und noch Lennart und Charles aus der 4B. Ja! Yeah. Jetzt natürlich der Held des Tages. Tobi, stellst du dich zu mir? Tobi! 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 So, fehlt uns noch einer. Friedrich Wilhelm, du kennst dich doch so gut aus mit den Fußballregeln. Kannst du mir sagen, welche Aufgaben ein Mannschaftskapitän hat? Ja, also er darf die Trophäe in Empfang nehmen, muss dauernd Autogramme geben. Er ist sowas wie der Star in der Mannschaft. Weißt du denn auch, dass ein Kapitän mehr Pflichten hat als die anderen Spieler? Er ist Ansprechpartner für den Schiedsrichter. Und er sorgt gemeinsam mit dem Trainer dafür, dass alle gut zusammenspielen. Dass du Talent hast auf dem Platz, das wissen wir. Aber traust du dir so eine Aufgabe zu? Ja, wer denn sonst, Frau Krause? Mein Urgroßonkel sagt immer, einen wahren Kapitän erkennt man nicht an seinen goldenen Knöpfen, sondern an seinem entschlossenen Blick und seinem warmen Herzen. Ja, ja, hab ich alles. Wo ist denn jetzt die Kapitänsbinde? Die Oberarmbinde? Die bekommst du zum Spiel. Aber wie gesagt, Kapitän ist eine verantwortungsvolle Aufgabe. Wir spielen übrigens in jeder Halbzeit 20 Minuten. Nicht 45 wie die Erwachsenen. Und jetzt Applaus für unsere Eulenelf! Super! Nun hielt es niemanden mehr auf seinem Platz. Die Kinder von der Ersatzbank sprangen auf, stürmten auf die neue Eulenelf zu, klopften ihnen kameradschaftlich auf die Schultern und klatschten einander ab. Nur die schlauen 4 machten betretene Gesichter. Pia legte tröstend den Arm um ihre Schwester. Ach komm, Lisa. Jeder hat eben andere Talente. Du bist doch unser schlauer Kopf. Jede Wette. Du kannst uns in der Halbzeit die besten Tipps für die Taktik geben. Und außerdem hat Kräuschen doch versprochen, dass sie so viel wechselt, wie es geht. Ja, trotzdem. Wir machen immer alles zu viert. Und ausgerechnet jetzt, wo es drauf ankommt, darf ich nicht mitspielen. Ich dachte, Kräuschen mag mich. Das hat doch nichts damit zu tun. Kräuschen hat sich bloß die Kinder ausgesucht, die zusammen die besten Chancen haben, oder Tobi? Ja, schon.
Nur beim Checker bin ich nicht sicher. Ich wäre der viel bessere Kapitän. Ich bin nicht so ein Angeber wie der Typ mit seinem blöden Fußball voller Profi-Autogramme. Ich habe gehört, sein Vater hat den Bus gemietet, der uns alle ins Stadion bringt. Und die Trikots bezahlt. Sagt man nicht immer, wer zahlt bestimmt? Das ist ja wie in der Bundesliga. Da gewinnen auch oft die Vereine mit dem meisten Geld, weil sie sich die besten Spieler und die besten Trainer einfach kaufen. Nicht besonders sportlich, wenn ihr mich fragt. Ihr meint, Kräuschen hat den nur zum Kapitän gemacht, um seinen Vater nicht zu verärgern? Nee, Tobi. So einfach ist das auch nicht. Er spielt schon auch klasse. Aber dafür hat er halt auch die teuersten Multinoppenschuhe. Und ich habe mal gehört, er hat sogar einen persönlichen Coach neben dem normalen Training im Verein. So einen bräuchte ich auch. Ich glaube, ich habe eine Idee, Lisa. Habt ihr heute Nachmittag Zeit? Dann treffen wir uns im Chillroom auf eurem Dachboden und besprechen das. Aber heute keine Chips dazu. Profis brauchen was Gesundes zum Essen. Meine Mutter gibt mir zum Training auch immer so tolle Snackpakete mit Nüssen und Äpfeln. Ich frage sie, ob sie uns was einpackt. Als sich die vier Kinder später in ihrer gemütlichen Dachbodenkammer zusammensetzten, waren Lisa und Tobi schon wieder besserer Stimmung. Sie knackten Walnüsse, knabberten Obststücke und unterhielten sich über, na was wohl. Lecker Sportlernahrung. Ich fühle mich schon ganz weltmeisterlich. Wusstet ihr eigentlich, dass man früher in ganz anderen Aufstellungen gespielt hat als heute? Also nicht so wie wir mit vier Spielern in der Abwehr und im Mittelfeld plus zwei Stürmern, sondern in einer Art Pyramide. Es gab auch ganz andere Positionsbezeichnungen, wie zum Beispiel den Libero, der als freier Mann zwischen Abwehr und Mittelfeld agierte. Was du so alles lernst im Fußballtraining, Tobi. Ich frag mich eher, warum macht alle Welt überhaupt so eine große Welle um so einen kleinen Ball? Du hast doch deinen Laptop dabei, oder Lisa? Vielleicht können wir herausfinden, woher das kommt. Oh ja! Das wüsste ich auch gern. Lisa ließ den Computer hochfahren und gab einige Suchbegriffe ein. Da, hört mal. Ballspiele fanden die Menschen wohl schon immer toll. Schon im 2. Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung wurde im alten China ein fußballähnliches Spiel namens Zu Chü praktiziert. Soldaten haben auf die Weise trainiert. Der Ball war aus Leder und mit Tierhaaren oder Federn ausgestopft. Ach, so alt ist das? Ähnliche Spiele gab es auch im antiken Griechenland und in Rom. Und in Südamerika, Frankreich, Italien. Oh, offenbar sind Menschen ganz unabhängig voneinander auf die Idee gekommen. Oh, und das hier, das ist lustig. In England spielten im Mittelalter manchmal zwei Dörfer gegeneinander und es ging darum, den Ball in das gegnerische Stadttor zu bekommen. Das Fußballfeld war dann einfach die Entfernung zwischen den beiden Dörfern. Wow, ein kilometerlanges Fußballfeld. Heute ist das genau festgelegt. Hier steht's. Die Querseite eines Fußballplatzes ist zwischen 45 und 90 Metern lang. Die Seitenlinien zwischen 90 und 120 Metern. Ja. Und die Tore haben auch feste Maße. 7,32 Meter breit und 2,44 Meter hoch. Die für Kinder sind natürlich kleiner. Jedenfalls nicht so groß wie ein ganzes Stadttor. Aber weil du gerade was von England gesagt hast, kommt der moderne Fußball nicht sowieso dort her? Moment, dazu komme ich gleich. Hier, im Jahr 1857 wurde mit dem ersten FC Sheffield der erste offizielle Fußballverein der Welt gegründet. 1863 der erste Fußballverband, die Football Association in England. Und 1866 wurde die Abseitsregel eingeführt. Ach ja, das ist die, bei der Mama jedes Mal nachfragt, wenn ein Fußballspiel im Fernsehen läuft. Dabei ist sie doch gar nicht so kompliziert. Bei der Ballabgabe muss sich zwischen dem vordersten Spieler der angreifenden Mannschaft und dem Torhüter des Gegners noch ein weiterer Spieler der verteidigenden Mannschaft befinden. Sonst zählt das Tor nicht. Eigentlich ganz schlau ausgedacht, denn sonst würden die fauleren Spieler einfach immer direkt vor dem gegnerischen Tor herumlungern. Wieso eigentlich England? Ich dachte immer, Deutschland hätte den Fußball erfunden. 7 Millionen Menschen spielen im Verein, hat mein Trainer mal erzählt. Und dazu die vielen Fans. Erfunden nicht, aber jetzt kommt was Interessantes. Es war ein deutscher Lehrer, der den Fußball hier eingeführt hat, vor fast 150 Jahren. Ah, ein Kollege von Kräuschen. Genau,
Konrad Koch hieß der. Arbeitete in Braunschweig. Der fand es blöd, dass das Schulturnen damals so langweilig und streng war, in geschlossenen Hallen und mit einem Befehlston wie beim Militär. Und es hat ihm gefallen, dass Fußball in der Gruppe gespielt wird und deshalb den Zusammenhalt fördert. Sein Kollege August Hermann hat aus England einen Lederball mitgebracht. Und 1874 hat in seinem Gymnasium das erste Spiel zwischen Schülern stattgefunden. Oh, da würde ich gern mal Mäuschen spielen. Die haben sicher keine Ahnung gehabt von den ganzen Feinheiten. Hm, da hättest du aber nicht mitspielen dürfen. War schließlich eine reine Knabenschule. Ja, aber vielleicht zuschauen? Ich fass es nicht. Pia hat schon wieder dieses Glitzern in den Augen. Denkt ihr auch, was ich denke? Tobi, was meinst du? Ach so, ihr wollt mit dem Navinauten nach Braunschweig? Ja, warum nicht? Ich könnte mir ja aufregendere Reiseziele vorstellen. Also, ich finde, Braunschweig klingt gemütlich. Da komme ich auch gern mit. Mal nicht so eine verrückte Expedition wie auf den Mars oder ins Mittelalter. Ich habe auch schon eine Idee, was wir als Treibstoff verwenden. Los, ziehen wir die Navinauten in die Mitte. Bin gleich wieder da. Und eins, zwei. Der Navinaut war das bestgehütete Geheimnis der vier Freunde. Er konnte sie in 0,nix in jede beliebige Epoche und auch an jeden beliebigen Punkt im Universum transportieren. Alles, was er dafür brauchte, war ein ganz besonderer Treibstoff. Diesen Trick kannte nicht einmal Pias und Lisas Mutter, Frau Zweistein. Die arbeitete als Erfinderin und hatte das Gerät selbst aus einem alten Küchentablett und einem Computer konstruiert. Irgendwann hatte sie es allerdings den Kindern zum Spielen geschenkt, weil sie es für nutzlos hielt. Ein großer Irrtum. So, ich habe euch was mitgebracht. Die Erstklässlerfibel von Papas Urgroßmutter, die Papa in seiner Schreibtischschublade hat. Die Uroma muss ungefähr in dem Jahr eingeschult worden sein, als die Jungs in Braunschweig ihr Fußballspiel hatten. Schaut mal, diese zackige Schrift nennt man Sütterlin. Kann man heute gar nicht mehr lesen. Und hier vorne liegt eine Seite lose drin. Dann müssen wir nicht extra eine rausreißen, damit sie in den Eingabeschacht passt. Also meine Urgroßmutter sagte immer, die schönste Reise beginnt auf den Schwingen von Papier und Buchstaben. Ich schalte ihn mal an, unseren Freund. Bitte Treibstoff in Treibstoffschacht einfüllen und Raumzeitkoordinaten spezifizieren. Aber roll das Blatt vorsichtig zusammen, Pia. Dann können wir es hinterher wieder zurücklegen in die Fibel. Identifiziere Papier, Herkunft Deutschland, spätes 19. Jahrhundert. Raumzeitkoordinaten bitte spezifizieren und Sonderausstattung auswählen. So, wie hieß die Schule? Genau, Martino-Katharineum in Braunschweig. Und das Spiel fand auf dem kleinen Exerzierplatz statt. Am 29. September 1874. Da, den Ort hat er gefunden. Brauchen wir Sonderausstattung? Na klar. Stutzen, Schienbeinschoner, Torwarthandschuhe. Du wirst doch wohl nicht mitspielen in modernen Fußballklamotten. Nein, wir halten uns am Rand und sehen möglichst unauffällig aus. Mit Kniebundhosen, Schiebermützen und hübschen Langkleidchen für unsere Freundinnen. Och nee, Kleid? Muss das sein? Ist doch für einen guten Zweck. Jetzt hab dich nicht so. Sonderausstattung? Zeittypische Schülerkleidung. Übersetzungsprogramm unnötig. Navigation abgeschlossen. Bereit zum Teleportieren. Bitte Hände in die dafür vorgesehenen Vertiefungen einlegen. Okay, Freunde, wir werden startklar. Was war denn das eigentlich für eine Idee, die du für mich hattest, Tobi? Du hast doch heute Vormittag in der Turnhalle sowas gesagt, als es um die Mannschaft für die Mini-WM ging. Erzähl ich dir später, Lisa. Wir haben ja alle Zeit der Welt. Stimmt, wie gut, dass der Navinaut einen immer wieder in die Gegenwart zurückbringt, als wäre man nie weg gewesen. Auch nach 90 Minuten Fußballspiel. Ole, ole, ole. Und jetzt alle, aufgepasst, jetzt kommen wir. Und wir sind schlau wie vier. Die Kinder fanden sich am Rand eines weiten Platzes mitten in Braunschweig wieder, der von hohen Häusern und herbstlich bunten Bäumen umstanden war. Die Sonne leuchtete, ideales Fußballwetter. Über dem Platz trabten
standen um die 30 Jungen in langen Hosen, Schnürstiefeln und langen Jacketts, die vielleicht 13, 14 Jahre alt waren, und wärmten sich mit Hampelmannsprüngen auf. Was die schlauen Vier anging, hatte der Navinaut nicht zu viel versprochen. Tobi und Samir steckten in weiten Kniebundhosen und Jacketts, die Zwillingsschwestern in gestärkten Kleidern mit Matrosenkragen. Ist das unbequem, total kratzig. Müssen wir lange hier bleiben? Nun mecker nicht. Hilf mir lieber, den Navinauten hinter dem Baum zu verstecken. Schau, kommen schon die ersten Zuschauer. Das müssen Lehrer sein. Die haben so einen typischen Blick drauf. Nun bin ich wohl gespannt, was der verehrte Kollege Koch für eine englische Krankheit eingeschleppt hat in unser schönes deutsches Vaterland. Sie sagen es, Sie sagen es. Die reinste Seuche, dieses sogenannte Spiel, von dem er so zu schwärmen beliebt. Die jungen Menschen brauchen doch Zucht und Ordnung, Disziplin, schneidige Leibesübungen für schneidige Mannsbilder. Nun, wie schon der alte Tonvater Jan sagte, ein wenig Vergnügen darf schon auch dabei sein. Nicht umsonst lautet das Motto des deutschen Turners: fresh, fromm, fröhlich und frei. Tja, Teuerster, ein wenig Vergnügen, ein wenig. Aber wenn ich in die Gesichter dieser jungen Menschen schaue, dann deucht mich, er schießt doch ein wenig übers Ziel hinaus, der werte Kollege, mit seiner moralzersetzenden Fußlümmelei. Contenance, Kollege. Wie ich sehe, sind junge Damen am Spielfeld anwesend. Nicht, dass wir ihre hübschen Köpfchen mit unseren losen Bemerkungen verwirren. Meine Verehrung, die Damen. Was sind denn das für arrogante Typen? Immer schön höflich, sonst fallen wir auf. Wunderschönen guten Morgen, Herr Oberstudienrat. Hast du verstanden, wovon die reden, Samir? Ja, offenbar galt Fußball als irgendwie unschicklich. Damals fand man Sport wohl nur gut, wenn er total spaßbefreit war. Oh, es geht los. Das da drüben muss wohl Konrad Koch sein. Der junge Lehrer auf dem Fußballfeld trug ein Tweedjackett, einen gepflegten Bart und hielt einen Lederball in der Hand. Den klemmte er sich jetzt unter den Arm und klatschte lautstark in die Hände. Augenblicklich hielten die Jungen in ihrer Bewegung inne. Die sind ja zackig drauf. Das hätte Kreuzchen sicher auch gern, dass wir sofort stillstehen, wenn sie was sagt. Silenzium, Ruhe bitte, die Herrschaften. Ich werde Ihnen nun einige Regeln des neuen Spiels erläutern, das Sie gleich am eigenen Leibe ausexerzieren dürfen. Erstens, Sie teilen sich in zwei Gespielschaften von jeweils 15 Spielern auf. 15? Wieso 15? Das sollten die bei uns auch mal machen. Dann müsste ich nicht auf die Ersatzbank. Zweitens, Ziel des Spieles ist es, den Ball auf das gegnerische Mal zuzutreiben. Mal? Ach, so hießen damals wohl die Tore. Johann, du bist für heute der Fußballkaiser. Als solches hast du bei allen Streitigkeiten zu entscheiden und deine Mannschaft zu führen. Jawohl, Herr Oberstudienrat. Das hätte der Checker wohl auch gern. Schiedsrichter und Mannschaftskapitän in einer Person. Dabei ist es ganz wichtig, dass der Schiedsrichter unabhängig ist, Pia. Jeder Spieler hat seine festgelegte Position. Stürmer heißen die 10 Mann, die sich dicht am Ball halten und auf das Tor schießen. Die 2 Marktmänner begleiten die Stürmer mit etwa 5 Schritten Abstand. Noch dahinter kommen 2 Mahlmänner. Marktmänner und Mahlmänner? Nie gehört. Gibt's heute wohl nicht mehr. Genau wie den Libero. Was ist denn das für eine Aufstellung? 10-2-2? Fängt jemand den Ball aus der Luft, muss er ihn sofort aus den Händen lassen. Was? Es gibt keinen Freistoß nach Handspiel? Und was ist mit Fouls, gelben und roten Karten, Elfmeter, der Abseitsregel? Ist denen nicht furchtbar warm in diesen langen Jacken? Diesen Gehröcken? Herr Oberstudienrat, darf ich um die Erlaubnis bitten, zum Spiel meinen Rock abzulegen? Ich darf nochmals die Gesundheitsregeln wiederholen, die ich vorhin bereits an die Tafel schrieb, Kuno. Erlaubnis, den Rock abzulegen, erhalten nur jene Schüler, die ein wollenes Hemd darunter tragen. Ein wollenes Hemd hat mir die Frau Mutter heute nicht bereitgelegt. Bedauerlich, höchst bedauerlich. Aufstellung bitte. Und viel Freude bei der körperlichen Ertüchtigung. Das Spiel kann beginnen. Schon im nächsten Augenblick begann ein wildes Gebeutze, Geschubse und Gerenne. Du
Wie beim Rugby oder American Football stürzten sich die Mannschaften gleichzeitig auf den Ball, überrannten die Torwarte, rempelten sich gegenseitig an und fielen zu Boden. Johann, darüber! Hier! Kuno hat sich wehgetan. Das war doch eine Schwalbe. Du meinst, er tut nur so, als hätte er sich verletzt? Jetzt schieß! Glaube ich nicht. Was hätte er denn davon? Gibt ja keine Strafen für Fouls. Jungs, ihr müsst passen! Passen! Was macht der Johann da? Der sollte sich lieber um die Innenverteidigung kümmern. Da haben wir eine ganz schwache Seite. Nicht so laut. Der hat dich doch gehört. Soll er doch. Vielleicht schnappt er ja das ein oder andere auf. Wir können hier jedenfalls nichts lernen. Ich bin frei. Nicht nur kicken, dribbeln! Als würde der Ball am Fuß festkleben! Und nicht immer mit der Schuhspitze schießen! Wenigstens ist Kuno wieder aufgestanden. Scheint nicht so schlimm zu sein. Kuno, wo bleibst du denn? Man möchte es kaum ansehen, diese pöbelhafte Art des Umgangs. Ganz zu schweigen von der imminenten Verletzungsgefahr. Psst, Lisa, wir gucken schon so misstrauisch zu uns rüber. Verzeiht die direkte Ansprache, junge Damen. Aber diese Art von Zeitvertreib scheint mir doch nicht angemessen für Töchter aus gutem Hause. Geht euch lieber den hübschen Ziergarten im Schloss ansehen. Sehr farbenprächtig im Frühherbst. Wir bleiben nicht mehr lange hier. Ah, ein schöner Spielzug. Und der Marksmann hat den Stürmer mit einem ungehörigen Beinstellen nicht am Schuss unter die Querstange des Mals hindern können. Jetzt verstehe ich nur Bahnhof. Ich glaube, er meint, der Innenverteidiger konnte den Stürmer auch mit Blutgrätsche nicht am Schuss unter die Torlatte hindern. Aber immerhin, jetzt hat Johann kapiert, dass man auch verteidigen muss, nicht nur drauf losbolzen. Und Kuno hat sich am eigenen Tor zur Verteidigung positioniert. Glauben Sie denn, Herr Kollege, diese Art von Stauchball wird eines Tages populär werden? Niemals, werter Oberstudienrat, niemals. Eher gibt es gemischte Lehranstalten für Knaben und Mädchen. Oder jemand erfindet einen Apparat, mit dem man von Ferne jedem sportlichen Geschehen zuschauen kann, in der eigenen Wohnstube. Die Kinder hatten genug gesehen und gehört. Unauffällig duckten sie sich zu viert hinter den Baum, wo sie ihr Reisegerät versteckt hatten, und waren froh, dass die Startgeräusche des Navinauten im allgemeinen Gejohle und Gekicke auf dem Platz untergingen. Mit Hilfe eines Fußball-Sammelbildchens, das Tobi in der T-Shirt-Tasche unter seiner altertümlichen Schülerkleidung trug, ließen sie sich zurück in den Chillroom und in die Gegenwart bringen. Mann, oh Mann, endlich raus aus diesen unbequemen Klamotten! Das würden die zwei komischen Vögel auch nicht glauben, dass Frauen 150 Jahre später nicht nur mit ins Stadion kommen, sondern selbst Weltmeister werden. Ja, die Frauenmannschaften haben tolle Spielerinnen. Birgit Prinz, die war dreimal Weltfußballerin des Jahres. Aber es hat ewig gedauert, bis Frauen wirklich anerkannt waren. Auf der Fußball-Website auf meinem Laptop habe ich gelesen, die erste offizielle Frauen-WM fand erst 1991 statt. Und sie haben früher auch keine 90 Minuten gespielt, weil man dachte, das halten sie gar nicht durch. So ein Quatsch. Aber man kennt schon eher die Männer, auch wenn die schon lange nicht mehr spielen. Lothar Matthäus, Jürgen Klinsmann, Zinedine Zidane, Diego Maradona. So, Tobi, jetzt bin ich aber doch neugierig. Was war denn dein Plan, bevor wir beschlossen haben, nach Braunschweig zu reisen? Naja, ich dachte, wir könnten vielleicht ein paar richtig tolle Fußballer treffen, die dir noch ein paar Tipps geben können, damit du doch mitspielen kannst bei der Mini-WM. Oh, das ist aber lieb von dir. Diesen Kloppern gerade eben, den hätte ich ja noch was beibringen können. Meine Cousine zweiten Grades sagt immer, der beste Lehrer ist der, der auch Schüler zu sein versteht. Und der beste Schüler der, der andere lehren kann. Ich finde auch, das ist eine super Idee, Tobi. Es gab doch so viele legendäre Fußballspiele. Können wir nicht einfach eines anschauen und versuchen, die Spieler danach anzusprechen? Aber die kann man doch nicht einfach am Ärmel zupfen. Die sind doch immer gleich umgeben von Sportreportern, Trainern. Ich glaube, ganz früher war das noch nicht so extrem mit dem Rummel um die Fußballstars. Gibst du mir mal das Laptop rüber, Samir? Ich muss was im Netz suchen. So, hier geht es um Fußballgeschichte. Also, die ersten reinen Fußballvereine in Deutschland wurden gegen Ende des 19. Jahrhunderts gegründet. Bald gab es auch deutsche Meisterschaften, aber das hat damals noch nicht so viele Leute interessiert. Da steht, als 1903 der VfB Leipzig zum ersten deutschen Meister gekürt wurde,
druckte das Berliner Tageblatt gerade mal 17 Zeilen Text zu dem sportlichen Ereignis. Krass! Und heute gibt's Handy-Apps, die auf die Minute genau die Ergebnisse der ganzen Bundesliga anzeigen. Und Livestreams zu den wichtigen Spielen. Und WM-Partys auf der Fanmeile in der Stadt. Das ist inzwischen ein Riesengeschäft, an dem viele Firmen verdienen. Es wird Geld dafür bezahlt, wer die Spiele im Fernsehen live übertragen darf. Und für Werbung rund um Fußballspiele. Außerdem verkaufen die Vereine Fanartikel, Schals, Kulis, Trikots. Apropos, damals vor über 100 Jahren bekamen die Spieler auch modernere Sportkleidung. Mit Stollenstiefeln und Trikots. Und bald wurde Fußball immer beliebter und große Stadien wurden gebaut. Bei den Olympischen Spielen 1912 hat dann die deutsche Mannschaft Russland besiegt mit 16-0. Das ist ja noch irrer als das Spiel Deutschland-Brasilien bei der WM 2014 mit 7-1. Aber 16-0 ist bis heute ungebrochener Rekord. Oh, wartet nur, bis die Mini-WM vorbei ist. Oh, jetzt wird es spannend. Eines der berühmtesten Spiele der deutschen Fußballgeschichte fand 1954 in Bern statt. Das Endspiel der WM gegen Ungarn. 3-2 für Deutschland. Ja, das weiß ich. Das Wunder von Bern. Davon hat mir mein Opa mal erzählt. Der war da ein kleiner Junge und es war gerade knapp 10 Jahre her, dass Deutschland den Krieg verloren hatte. Zu Recht. Die Deutschen haben im Zweiten Weltkrieg schlimme Verbrechen verübt. Ja, weiß ich. Aber dass sie dann die WM gewonnen haben, das hat damals viele Leute innerlich wieder aufgerichtet, weil ihr Land kaputt war und weil sie natürlich ein schlechtes Gewissen hatten wegen des Krieges. Und dann saßen sie plötzlich vor dem Radio und hatten einen Grund, sich gemeinsam zu freuen. Mein Opa hat erzählt, er stand damals mit seinen Freunden vor dem Schaufenster eines Fernsehgeschäftes. Die hatten ein Gerät angeschaltet. So hat er sich das Spiel angeschaut, ohne Ton und in Schwarz-Weiß. Hatte er keinen eigenen Fernseher? Das hatten damals die wenigsten Leute. Und es gab auch nicht die vielen Kameras. Heute wird ja im Fernsehen jedes Tor aus mehreren Blickwinkeln aufgenommen und gleich danach nochmal für die Zuschauer wiederholt. Dann hatten die damals sicher auch noch keinen Videobeweis. Was ist denn das? Na, darüber wird doch seit Jahren diskutiert, wenn es zum Beispiel darum geht, ob ein Tor zählt oder nicht. Hat der Schiedsrichter das letzte Wort oder schaut mal nach, was die Kameras aufgenommen haben? Leute, jetzt hört doch mal auf zu quatschen. Worauf wartet ihr noch? Wir reisen in die Schweiz und schauen uns das Spiel an. Warum heißt es eigentlich Wunder von Bern? So haushoch haben die doch gar nicht gewonnen damals. Jedenfalls nicht 16-0. Lass dich überraschen. Bleibt nur noch ein Problem. Womit füttern wir den Navinauten dieses Mal? Ist doch klar. Mit einem Rippchen Schweizer Schokolade. Ich glaube, wir haben noch Vollmilchnuss in der süßen Schublade. Mit Speck fängt man Mäuse, mit Schokolade Fußballer. Sagt das auch deine Großtante? Nee, das sag ich. Dem Navinauten schien Schweizer Schokolade zu schmecken. Denn die Landung im Berner Wankdorfstadion war besonders sanft. Als die Kinder nach einem kurzen, wohlbekannten Moment des Schwindels wieder zu sich kamen, saßen sie nebeneinander in der Mitte einer Zuschauerbank, auf den einzigen leeren Plätzen auf der Tribüne in einem Stadion mit 60.000 Zuschauern. Unten auf dem Spielfeld war gerade die zweite Halbzeit angepfiffen worden. Die Fans rundherum hatten sich fein gemacht, die Männer mit Jacketts und Krawatten, die Frauen in schicken Trenchcoats. Alle miteinander waren so gebannt vom Spiel auf dem Rasen, dass sie kaum merkten, wie der anhaltende Regen ihnen Schultern und Hosenbeine durchweichte. Und schon gar keine Zeit hatten sie, um sich über die vier Kinder zu wundern, die wie aus dem Nichts zwischen ihnen auf den leeren Plätzen aufgetaucht waren. Die Kleidung war diesmal weniger unbequem als bei ihrem vorherigen Ausflug. Weite, schwingende Röcke und Blusen für die Zwillinge, kurze Hosen und Hemden für die Jungen. Komm, Samir, wir schieben den Navinauten unter die Sitze, dann wird er nicht nass. Oh, hier ist noch ganz schwindelig. Welche Mannschaft ist denn jetzt welche? Na, ganz einfach. Unsere Jungs tragen die weißen Trikots. Die Ungarn sind die roten. Tja, neonfarbene Fußballschuhe waren damals wohl noch nicht so angesagt. Und wie steht's? Wer ist überhaupt dieser ständige Typ da unten auf dem Platz? Psst, nicht so laut, Pia. Der Mann neben dir schielt so argwöhnisch herüber. Na, Kinder, hab euch gar nicht kommen sehen. Mal kurz die Beine vertreten. Hält man kaum aus, die Spannung, was? Ja, das ist wirklich schwer zu ertragen. Leider waren wir nicht ganz pünktlich zum Spielbeginn. Der Keeper der deutschen Mannschaft, das ist Toni Turek, richtig? Keeper? Also einen Keeper kenne ich nicht.
Aber wenn du den Tormann meinst, ja, das ist ein pfiffiger Kerl. Anders als der Trainer. Vor 14 Tagen hat dieser Herberger im Gruppenspiel gegen Ungarn die zweite Garde von Spielern antreten lassen, um die Besten zu schonen. Hat 8-3 verloren. Was für eine Blamage. Und wie steht's jetzt? Wir haben leider nicht alles mitbekommen. Na, unentschieden, Junge. Ha, wer hätte das gedacht? Nach 8 Minuten 2-0 für die Ungarn. Und die gelten als beste Mannschaft der Welt. Ungeschlagen in 32 Länderspielen. Aber der Eckel, der hat den besten Stürmer der Gegner in Schach gehalten. In der 11. Spielminute, erster Gegentreffer von Morlock. Im Spagatschritt hat er den Ball am Torwart vorbeigeschoben. Spagatschritt? Ach so, er hat den Ball reingegrätscht. Und dann in der 18. Minute Ausgleich durch Rahn nach Eckball von Fritz Walter. Grüezi, die Herrschaften. Heiße Würstchen, kaltes Bier. Ach, nun gehen Sie mir doch aus der Sonne, guter Mann. Oh, Verzeihung, mein Herr. Stimmt es, dass die deutschen Spieler in der Halbzeitpause ihre Stollen gewechselt haben? Ja, das ist dieses neue System mit den Schraubstollen. Passend zu jedem Wetter. Die sind von einem Sportartikelhersteller aus Franken. Na gut, dann geben Sie mir mal eine Bratwurst. Wollt ihr auch was, Kinder? Nein, danke, nicht nötig. Merci vielmals. Guten Appetit. Entschuldigen Sie die Begeisterung. Die Fußballleien werden uns für verrückt erklären. Aber bedenken Sie, es ist heute wirklich Deutschlands Fußballtag. Also das nenne ich mal eine Wurst. Oh, eine Flanke von Zibor. Gefährlich. Wo ist der Kohlmeier? Der Kohlmeier muss das retten. Was schreit denn der Reporter da vorne so in sein Mikrofon? Der ist ja ganz außer sich. Zimmermann heißt er. Herbert Zimmermann. Famoser junger Sportjournalist. Ihr habt Glück, Kinder, dass ihr so nah bei ihm sitzt. Dann bekommt ihr gleich noch einen fachkundigen Kommentar zu dem, was da unten auf dem Spielfeld passiert. Oh, die sind aber wirklich geschickt, die Ungarn. Guck mal den an, der... Nein, oh, die kommen über links und... Wenn jetzt der Turek... An den Pfosten! Und Toni war schon geschlagen, aber das Glück war auf unserer Seite. Ein Flachschuss, der an den Pfosten geht. Wieder die Ungarn. Deutschland mit 8 Mann in der Deckung. Was machen die denn, wenn es bis zum Schluss unentschieden steht? Erst 2x15 Minuten Verlängerung und wenn es dann immer noch unentschieden steht, gibt es ein Wiederholungsspiel. Elfmeterschießen gab es in den 50er Jahren noch gar nicht. Aber ihr wisst ja, dass... Die Zuschauer hier wissen das aber nicht. Vor Tschibor kommt liebrig, unverkennbar, mit seinem blonden Wuschelkopf an den Ball. Schaut mal auf die große Stadionuhr. Es sind nur noch ein paar Minuten. Wie wollen die denn bloß... Mann, ich bin schon ganz durchgeregnet. Auch jetzt wieder eine Chance. Schäfer müsste schießen. Abgewehrt. Und Nachschuss. Abgewehrt. Psst. Meinen Sie jetzt mich oder den Reporter? Eckel ist bei dem Zusammenprall mit Laurent angeschlagen worden. Wir sehen eine sehr schöne Geste. Nicht nur die deutschen Spieler, sondern auch Ungarns Torsteher Grosic ist 25 Meter aus dem Tor herausgesprungen, um sich um den verletzten deutschen Spieler zu bekümmern. Ach, der Eckel! Ausgerechnet der Eckel! Halten Sie die Daumen zu Hause, halten Sie sie! Und wenn Sie sie vor Schmerz zerdrücken, jetzt ist es egal! Tobi, du musst doch nicht Daumen drücken! Doch, viel hilft viel! 6 Minuten noch. Im Wankdorfstadion in Bern, keiner wankt, der Regen prasselt unaufhörlich hernieder. Es ist schwer, aber die Zuschauer, sie harren nicht aus. Wie könnten sie auch? Eine Fußballweltmeisterschaft ist alle 4 Jahre. Und wann sieht man ein solches Endspiel? So ausgeglichen, so packend. Jetzt Deutschland am linken Flügel, durch Schäfer. Schäfers Zuspiel zum Morlock wird von den Ungarn abgewehrt. Und Boczek, immer wieder Boczek, der rechte Läufer der Ungarn, am Ball. Er hat den Ball verloren diesmal gegen Schäfer. Schäfer nach innen geflankt. Kopfball, abgewehrt, aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt, Tor! Oh, Kinder, dass ich das noch erleben darf. Es ist ein Wunder. Jetzt sind wir wieder wer. Haltet mich für verrückt, haltet mich für übergeschnappt. Lasst euch herzen. Ja, so sehen Sieger aus. Ja, mögen Sie es auch bis zum Schluss bleiben. Ich glaube, da kann ich Sie beruhigen. Oh, was macht der Zibor da? Der schießt! Aber... Gehalten von Toni, gehalten! Und Puskás, der Major, der großartige Fußballspieler aus Budapest, er hämmert die Fäuste auf den Boden, als sollte er sagen, ist denn das möglich, dieser 7-Meter-Schuss? Es ist wahr, unser Toni hat ihn gemeistert und die 45. Minute ist vollendet. Es kann nur noch ein Nachspielen von einer Minute sein. Deutschland führt 3-2 Menschen in der Fußballweltmeisterschaft. Ach, mein Herz,
Ich sollte mich nicht so aufregen, hat mein Doktor gesagt. Aus, 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 aus! Das Spiel ist aus! Jetzt dreht er völlig durch. Ja! Sie haben es geschafft! Deutschland ist Weltmeister, schlägt Ungarn mit 3:2 Toren im Finale in Bern. Komm, gib mir die Hände, wir machen Laola! Haben das die Leute 1954 schon gemacht? Egal, dann erfinden wir das halt. Und damit war Deutschland zum ersten Mal Fußball-Weltmeister. Auf dem Rasen wurden der Kapitän Fritz Walter und der Trainer Sepp Herberger auf den Schultern getragen. Wildfremde Menschen lagen einander in den Armen und weinten. Die Kinder nutzten den Augenblick, um unauffällig die Tribüne zu verlassen und drängelten sich zum Ausgang, durch den die Spieler zurück in die Kabine kommen würden. Aber anders als gedacht, drängelten sich dort bereits die Fernseh-, Zeitungs- und Radioreporter mit ihren riesigen Mikrofonen. Tobi, hast du den Navinauten? Ja, ganz schön schwer das Ding. Herr Rahn, Herr Turek, Herr Mörner. Verraten Sie uns, was Sie mit Ihrer Prämie machen wollen. Es heißt, jeder Spieler bekommt 1500 Mark, ein nagelneues Fernsehgerät und einen Motorroller. Können Sie das bestätigen? Wir kommen nie durch zu den Spielern. Schon gar nicht mit unserem sperrigen Gepäck. Und wenn wir behaupten, wir sind auch Reporter? Schließlich haben wir schon mal was für die Schülerzeitung gemacht. Stimmt schon. Aber die haben doch jetzt sowieso keine Zeit, mir ihre Tricks zu verraten. Sepp! Eine Frage für die Eulenpost. Vergiss es. War aber trotzdem cool, mit dabei zu sein. Genau. Dabei sein ist alles. Und ich glaube, eine ganz wichtige Lektion haben wir sowieso alle gelernt. Egal, wie gut wir spielen. Nicht gegen die Latte schießen? Nein, das meine ich nicht. Mein Großonkel sagt immer, wenn man zusammen ist, ist die schwärzeste Nacht nur noch halb so dunkel. Bis zur letzten Minute die Hoffnung nicht aufgeben. Gemeinsam für eine gute Sache kämpfen. Ich glaube, das lohnt sich. Nicht nur beim Fußball. Zum zweiten Mal an diesem Nachmittag landeten die Kinder in ihrem Chillroom, nachdem sie den Navinauten mitten im Getümmel unbemerkt mit einem weiteren Fußballsammelbildchen gefüttert hatten. Jetzt haben wir schon so viel erlebt heute Nachmittag. Ja, Tobi, gut, dass Zeitreisen keine Zeit kosten. Aber einen Trainer für Lisa haben wir immer noch nicht gefunden. Du bist doch unser bester Spieler. Kannst du nicht einfach nochmal mit ihr auf den Platz gehen und mit ihr ein kleines Trainingsprogramm machen? Hochschüsse, Lüpfen, Dribbeln. Ich bin vielleicht einer der Besten in der E-Jugend der Kreisklasse. Aber für Lisa wäre es doch cool, wenn sie einen Trainer aus der Oberliga hätte. Erste Liga, zweite Liga, Champions League. Wie ist das eigentlich genau? Das kann ich dir erklären. In der Bundesliga wird der deutsche Meister ermittelt, nach einem Punktesystem. Je nachdem, wer wie oft gewonnen hat und wie viele Tore dabei gefallen sind. Besonders spannend ist nicht nur, wer die Tabelle anführt, sondern auch, wer nach der Saison von der ersten in die zweite Liga absteigt oder umgekehrt aufsteigt. Wenn dich was interessiert, dann kannst du dir Sachen richtig gut merken, was, Tobi? Ja, Lisa, sonst bist du doch immer unser lebendes Lexikon. Oder unsere lebende Internetsuchmaschine. Warte, ich war noch nicht fertig. Dann gibt's noch den DFB-Pokal, den der Deutsche Fußballbund ausrichtet. Und die internationalen Wettbewerbe. In der Champions League treten die besten europäischen Vereinsmannschaften gegeneinander an. Bei Europa- und Weltmeisterschaften spielen dann die Nationalmannschaften. Also die besten Spieler eines Landes. Ja, da sind dann die Spieler vom BVB und von Bayern München plötzlich Teamkollegen, auch wenn die sonst gegeneinander antreten. Wenn du gerade von den Bayern sprichst, wieso gewinnen die eigentlich so oft? Naja, die haben schon immer tolle Spieler gehabt. In den 70er Jahren Franz Beckenbauer, später Philipp Lahm und Manuel Neuer als Torwart. Aber viele Leute ärgern sich auch, dass Vereine wie Bayern München oder RB Leipzig einfach sehr viel Geld haben und deshalb viel bezahlen können, damit die besten Spieler von anderen Vereinen zu ihnen kommen. Völlig egal, wo die eigentlich her sind. So ist es natürlich einfacher zu gewinnen. Das machen aber nicht nur die Bayern. Denk mal an den englischen Fußballer David Beckham. Der hat erst für Manchester United gespielt, dann für Madrid in Spanien, später für Vereine in Italien, Frankreich und den USA. Ich glaube, die Spieler bekommen bei den großen Vereinen auch wahnsinnig hohe Gehälter. Anders als damals in Bern, als die Nationalspieler zur Belohnung allenfalls Sachpreise wie ein Motorroller oder Elektrogeräte erhalten haben. Also, wer soll jetzt meine Schwester trainieren? Beckenbauer oder Beckham? Darf ich vielleicht etwas vorschlagen? Hä?
Das hat er ja noch nie gemacht. Man redet aber nicht über andere Leute, wenn sie direkt daneben stehen. Das sind keine Leute. Das ist der Navi-Naut. Aber vielleicht hat er auch Gefühle. Ole, ole, ole. Was wolltest du denn vorschlagen? Ein neues Reiseziel. Bitte um Zufuhr von Treibstoff. Bestimmungsort Brasilien. Brasilien? Ich dachte, die Mannschaft hat so schrecklich hoch gegen die Deutsche verloren 2014. Ja, da war ihr größter Star verletzt. Wie hieß denn dieser Zauberfußballer? Aber die haben auch schon noch weitere tolle Spieler. Lisa, haben wir nicht so ein brasilianisches Cocktailfähnchen in der Küchenschublade? Ja, noch von Mamas Samba-Kurs. Den hatte doch Papa ihr geschenkt, damit sie nicht immer nur im Labor über ihren Erfindungen brütet. Aber ich glaube, sie war ganz froh, als der Kurs zu Ende war. Moment, ich gehe das mal holen. Der Navi-Naut piepste ganz aufgeregt, als die Kinder das Cocktailfähnchen in seinen Eingabeschacht stopften. Dann spulte er sein weiteres Zeit- und Raumreiseprogramm ab, als könnte er es kaum erwarten. Raumzeitkoordinaten: Bauru, Brasilien 1950. Übersetzungsprogramm Portugiesisch aktiviert. Sonderausstattung: kurze Hosen für die Jungen, Röcke für die Mädchen, Hemden und Sandalen für alle. Bitte die Hände in die dafür vorgesehenen Vertiefungen legen. Anpfiff. Ja, aber Moment, Leute. Nicht so schnell. Wen sollen wir denn dort überhaupt treffen? Da gab es doch diesen Spieler aus den 60ern, der einfach alles konnte. Perfekt dribbeln, mit beiden Füßen gleich gut schießen, köpfen. Ich sag doch, so ein kleiner... Ich komm gleich drauf. Hände in die dafür vorgesehenen Vertiefungen. Also, das ist mir nicht geheuer. Seit wann lassen wir denn den Navi-Nauten entscheiden, wo es hingeht? Und zu wem? Der kennt uns doch auch schon ein paar Tage. Jetzt vertrau dem mal. Sicher? Na gut. Und bitte, euren Spruch. Das Runde muss ins Eckige? Ein Spiel dauert 90 Minuten? Wie heißt denn der Typ jetzt? Fällt mir schon noch ein. Also, aufgepasst, jetzt kicken wir! Und gewinnt 10-4! Dieses Mal fanden sich die Kinder vor einem schmucklosen Bahnhofsgebäude wieder. Auf der Straße davor fuhren nur wenige altmodische Autos und ein stechender Gestank nach Benzin und Müll lag in der Luft. Die Sonne brannte vom Himmel und die Kinder waren froh, dass der Navi-Naut ihnen passende, luftige Kleidung an den Leib gezaubert hatte. Aber ansonsten... Leute, ich will ja nichts sagen, aber ich glaube, da hat sich jemand vertan. Oh, staubt das hier. Also entweder der Ort stimmt nicht oder die Zeit. Hier ist doch niemand, der für uns interessant ist. Nur geschäftige Leute mit Koffern. Kein Fußballfeld weit und breit. Und die gucken alle ganz komisch. Wetten, gleich kommt einer und haut uns um Geld an oder will uns ein Hotelzimmer andrehen, das wir nicht bezahlen können. Hey, hallo, Freunde. Erst jetzt bemerkten sie den dunkelhäutigen Jungen mit den krausen Haaren, der im Schatten des Bahnhofsgebäudes auf einem Schemel saß. Neben ihm stand eine geöffnete Tasche mit Bürsten, Lappen, Tuben und Tiegelchen. Er gestikulierte wild in Richtung der Kinder und zeigte auf den hölzernen Sitz ihm gegenüber. Die Herrschaften, ich mache euch eure Schuhe blitzeblank. Schnell, gründlich, preiswert. Genau das Richtige nach einer langen Reise. Diese Bürste hier schafft jeden Dreck weg. Bitte Platz zu nehmen. Puh, das ist mir jetzt peinlich. Was habe ich euch gesagt? Man sollte niemandem blind vertrauen. Nicht mal einem Navi-Nauten. Ja, und was willst du jetzt machen? Einfach zurück in die Gegenwart ohne Fußballtraining? Tretet ruhig näher. Ich habe die feinsten Bürsten und die besten Cremes im ganzen Bundesstaat. Ihr könnt mich König des Leders nennen. Der arme Kerl. Er ist kaum älter als wir und muss arbeiten gehen. Dem würden wir sogar einen Gefallen tun, wenn wir uns von ihm die Schuhe polieren lassen. Oh, ich will hier weg. Nicht, dass der uns noch beklaut. Jetzt krieg dich mal ein, Schwesterherz. Was soll der uns denn klauen mit nichts in den Taschen? Herrschaften, erweist einem armen Schuhputzer die Ehre, euch zu Diensten zu sein. Die Mutter muss ihr Geld als Wäscherin erarbeiten. Der Vater verdient nicht viel. Die Schwestern sind klein.
Mensch, Leute, haben wir nicht irgendwas, das wir ihm geben können? Er sitzt hier wirklich nicht zum Spaß. Ihr habt kein Geld? Schade. Aber kommt doch trotzdem mal zu mir rüber und erzählt. Was macht ihr hier in Bauru? Wir sind Fußballfans. Ah, dann seid ihr sicher gekommen, um euch das Spiel morgen anzuschauen. Ja, genau, das Spiel. Welches? Was trittst du mich denn? Wir dürfen doch nicht so auffallen. Einfach so tun, als wüsstest du Bescheid. Ihr seid also Fans von Don Nino. Da seid ihr bei mir genau richtig. Das ist mein Vater. Tobi, war das vielleicht der Name, den du gesucht hast? Nee, der war anders. Kürzer. Er spielt schon lange für unseren Club Atletico Bauru. Aber wenn ihr mich fragt, der ist eigentlich viel zu gut dafür. Hat sich vor ein paar Jahren das Knie verletzt, sonst wäre er sicher bei einem ganz großen Verein in Sao Paulo oder Rio. Und du? Spielst du auch? Ob ich auch spiele, Mann? Da könntest du mich genauso fragen, ob ich auch atme oder ob ich auch esse. Fußball ist das Größte. Wisst ihr, was ich meinem Papa versprochen habe? Ich werde eines Tages in den größten Stadien der Welt kicken. Das kann durchaus sein. Ihr seht so aus, als wärt ihr nicht von hier. Vor allem ihr Mädchen und du, Blondschopf, mit eurer hellen Haut. Ich bin noch nicht viel rumgekommen. Mach dir nichts draus. Meine Großmutter sagt immer, die schönsten Reisen führen in den eigenen Kopf. Ich bin übrigens Samir und das sind meine Freunde Tobi, Pia und Lisa. Hallo, schön dich kennenzulernen. Hi, Kumpel. Und ich heiße Edson. Edson Arantes do Nascimento. Aber manche nennen mich auch... Dico! Wir haben dich schon überall gesucht. Musst du noch lange arbeiten? Gibt's einen berühmten Fußballer, der Dico heißt? Hey, Fernando! Habt ihr denn einen Ball auftreiben können? Du wirst staunen. Meine Mutter hat mir was gebastelt. Da bin ich ja mal gespannt. Also, kommst du mit? Was soll's? Heute ist eh nichts los hier. Zu schönes Wetter. Es sollte mal wieder so einen richtig heftigen Regenguss geben. Schlammige Straßen, dreckige Pfützen. Ein Fest für Schuhputzer. Na komm, pack dein Zeug zusammen und lass uns spielen gehen, Pelé. Pelé? Jetzt fang du nicht auch noch mit diesem blöden neuen Spitznamen an. Wer von euch hat ihn überhaupt erfunden? Dico ist doch gut genug. Oder Edson. Pelé, das lag mir die ganze Zeit auf der Zunge. Leute, der Navinaut hat recht gehabt. Wir stehen hier mit einem der größten Fußballer aller Zeiten. Was ist mit denen hier? Wollen die uns begleiten? Oh ja, gerne. Wenn es keine Umstände macht. Meine Freunde hier finden, ich kann noch was lernen. Ihr wollt mitspielen? Auch ihr Mädchen? Unter zwei Bedingungen. Erstens, ihr macht euch nicht über unseren Fußball lustig. Nein. Würden wir nie tun. Zweitens, keiner nennt mich mehr Pelé. Also, da würde ich noch mal drüber nachdenken. Ich finde, das kann man sich gut merken. Und zwar auf der ganzen Welt. Die Kinder hatten ihre Mühe, Dico oder Pelé zu folgen. Denn er und sein Freund flitzten so flink um die Ecken der schmalen Gassen, als stürmten sie gerade auf ein gegnerisches Tor zu. Außerdem hatte Tobi auch noch den schweren Navinauten zu tragen. Nur gut, dass zur Sonderausstattung diesmal auch ein unauffälliger Stoffbeutel gehört hatte, in den man ihn verpacken konnte. Schließlich erreichten sie gemeinsam einen langgezogenen Platz, der auf der einen Seite von ärmlichen Häusern, auf der anderen Seite von Wellblechhütten umstanden war. Zwischen den Häusern waren Wäscheleinen gespannt. Hühner liefen auf den ungeteerten Wegen herum und pickten nach Essbarem. Auf dem Platz warteten noch mehr von Pelés Freunden, einige davon in schmutziger, zerlumpter Kleidung. Als sie den Schuhputzer entdeckten, ging ein Strahlen über ihre Gesichter. Dico, schau mal, was wir haben. Ich werd verrückt. Sie kicken ja... Mit einem Fußball, der aus alten Socken besteht. Ist das nicht genial, wie meine Mutter das gemacht hat? Hält auch viel besser als die schimmlige Grapefruit von gestern. Stellt euch schon mal auf, Jungs. Fernando und Maria, wollt ihr ins Tor? Klar. Gerne. Okay, los geht's. Wo sind denn eure Sportsachen? Sportsachen? Was meinst du damit? Naja, Fußballschuhe. Schienbeinschoner. Stutzen. Trikots. Torwarthandschuhe. Und sollten wir uns nicht erstmal aufwärmen? Hey, das ist Brasilien. Da ist es von selbst warm. Los, worauf wartet ihr? Zwei von euch hier rüber, zwei dort. Du mit der Brille. Lisa, du kommst in meine Mannschaft. Du wolltest doch, dass ich dir was zeige. Und wo sind die Tore? Siehst du nicht die zwei Kokosnussschalen da drüben? Das ist das eine. Jetzt brauchen wir noch was für das zweite Tor. Vielleicht die schwere Tasche, die du da rumschleppst. Lieber nicht. Darin ist eine Art Reisesportgerät. Das ist sehr empfindlich. Das lege ich lieber hier drüben in den Schatten. Na gut, dann nehmen wir halt zwei Hemden. Bei der Hitze spiele ich sowieso lieber ohne Hemd.
Lisa, du bist im Mittelfeld. Da drüben. Fernando, das ist dein Gegenspieler. Auf den musst du aufpassen. Ah, das macht die Sache einfacher, wenn ich nicht immer alles im Blick haben muss. Merk dir eins, Lisa. Das Mittelfeld ist das Herzstück der Mannschaft. Die Spieler hier bereiten Tore vor, schließen auch mal selbst ab. Aber helfen auch der Abwehr, wenn's brennt. Kannst du dribbeln? Naja, halt immer wieder draufkicken, dass der Ball nicht zu weit fliegt. Nicht ganz. Also, du spielst den Ball mit der Fußinnenseite, bringst ihn aber immer wieder mit der Fußaußenseite in Laufrichtung. Guck mal, so. Und dann musst du beim Passspiel immer bedenken, in welche Richtung der Ball sich dreht. Je weiter dein Pass, desto stärker der Effekt. Der Ball dreht sich immer zu der Seite hin, mit der er auch geschossen wird. Komm, wir üben mal einen flachen und einen hohen Pass. Die brauchst du nämlich beide. Okay. Ja, so. Schön. Und nochmal. Dico, geht's endlich los? Gleich. Ich muss meine Mannschaft noch ein bisschen trainieren. Aber jetzt. Samir, hier. Fernando, passen Sie Tobi. Und Tor! Ja. Boah. Habt ihr gesehen, was Pelé da gemacht hat? Er hat meinen Pass mit der Brust gestoppt, den Ball übers Knie abrollen lassen, ihn hochgeschossen, sich um die eigene Achse gedreht und dann reingeschlenzt. Oh. Gegen den hat keiner eine Chance. Ja, gegen dessen Mannschaft zu verlieren, ist echt keine Schande. Weiter geht's, nicht quatschen! Aha. Der Ball war über der Torauslinie. Da ist doch gar keine Linie, Fernando. Aber wenn eine da wäre, dann wäre sie dort. Eckstoß, Tobi! Und so spielten die Kinder, während die Sonne langsam tiefer zu sinken begann und ein sanfter Wind ihre erhitzten Gesichter kühlte. Wie lange die Kickerei dauerte, wusste keiner. Denn keiner der brasilianischen Straßenfußballer hatte eine Uhr. Aber nachdem Pelé sein 15. Tor geschossen hatte und die gegnerische Mannschaft immerhin ihr drittes, beschlossen sie, es für heute gut sein zu lassen. Außerdem hing der Sockenball in Fetzen. Maria hatte saftige Orangen mitgebracht. Dazu teilten sich alle Kinder Wasser aus einer zerbeulten Blechflasche, das alles andere als kühl war, aber trotzdem den ersten Durst löschte. Während sie sich noch immer außer Atem im Schatten eines kümmerlichen Straßenbaumes niederließen, ergriff Pelé ein trockenes Stöckchen und zeichnete Linien und Pfeile in den sandigen Untergrund. Ich mal euch das mal auf. Wenn du zu weit außen stehst, Samir, kann der Gegner hier durch. Da müsst ihr mehr zumachen. Mauern. Und wenn jetzt Fernando zum Beispiel über rechts außen kommt... Merkst du was, Lisa? Fußball ist ein Spiel für schlaue Köpfe. Gewinnen kann man nämlich nur, wenn man strategisch denkt. Und zusammenspielt, statt dass jeder für sich alleine losrennt. So wie es Kreuzchen gesagt hat. Hey Leute, schaut mal. Was ist denn mit Pelé los? Nachdem der kleine Kicker seinen Fußballvortrag beendet hatte, waren die meisten seiner Freunde wieder zurück aufs Feld gestürmt und lieferten sich ein neues Match. Dieses Mal mit einer leeren Blechdose, die sie auf einem Müllhaufen entdeckt hatten. Aber er kam nicht mit. Stattdessen saß er gedankenverloren im Schatten des Straßenbaumes, kritzelte weiter mit seinem Stöckchen im Sand und blickte ernst zu Boden. Hey Pelé, ich meine Dico, geht es dir nicht gut? Ach, es ist alles nicht so leicht. Das wenige Geld, das mein Vater nach Hause bringt, der Job als Schuhputzer, damit kann ich mir ja nie die Dinge kaufen, die ein Profi braucht. Nicht mal ein Ball. Was habe ich denn für eine Chance gegen die reichen Jungs aus Rio und Sao Paulo mit ihren feinen Fußballvereinen und Eltern, die sie zu Turnieren fahren? Ich würde so gerne halten, was ich meinem Vater versprochen habe. Aber ich weiß nicht, ob ich es kann. Du darfst den Mut nicht verlieren. Meine angeheiratete Großtante sagte immer, große Träume wachsen auch auf steinigem Boden. Ich bin sicher, du schaffst das. Ich würde sagen, ich weiß es. Und ich würde sogar sagen, ich sehe dich vor mir. In riesigen Stadien und die ganze Welt jubelt dir zu. Danke, ihr seid wirklich nett. Mein Vater sagt immer, wenn man etwas will im Leben, dann geht das nur mit Leuten, die an einen glauben. Darauf kannst du dich verlassen. Weißt du, was toll wäre? Gib uns doch ein Autogramm. Guck mal, ich hab hier... was hab ich denn? Ach, da. Ein olles Taschentuch. Aber besser als nichts. Oh ja, das bewahren wir auf. Und wenn du eines Tages berühmt bist, können wir unseren Kindern erzählen, mit dem haben wir mal gekickt. Na gut, gib her. Und was soll ich jetzt schreiben?
Na, Pelé natürlich. Den Namen, den die ganze Welt versteht. Ihr seid wirklich prima, Kumpel. Kriegt ihr noch eine Runde mit? Na klar, logisch. Was für eine Frage. Tor, Tor, Tor! Nach 2-3 weiteren Runden waren alle müde gespielt und die neuen Freunde der schlauen Vier machten sich auf den Nachhauseweg in ihre ärmlichen Hütten. Auch Tobi, Samir, Pia und Lisa traten die Rückreise an, sobald der Platz menschenleer war. Schließlich sollte sie niemand dabei beobachten, wie sie den Navinauten mit dem letzten Sammelbildchen startklar machten. Tobi hätte Pelé am liebsten mit in die Gegenwart genommen, um ihm einen Blick in seine glorreiche Zukunft zu ermöglichen. Aber davon hielten ihn die anderen ab. Denn erstens sollte der Navinaut ihr Geheimnis bleiben. Und zweitens, auch wenn man ein erfolgreiches und schönes Leben vor sich hat, wäre es nicht etwas gruselig, sein eigenes, erwachsenes Ich auf dem Fernsehbildschirm Tore schießen zu sehen? Ach, unser guter alter Chillroom. Und so schön kühl ist es hier. Gibst du mir mal den Apfelsaft rüber, Samir? Ich habe immer noch so Durst von unserem Spiel. Bitte schön, Pia. Ich bin auch völlig erschöpft. Ist euch eigentlich klar, wie gut wir es alle haben? Dass keiner von uns Geld mit Hilfsjobs verdienen muss? Und wenn ein Fußball kaputt geht, kaufen uns unsere Eltern einfach einen neuen. Darüber habe ich auch nachgedacht, Samir. Aber ich glaube, das ist auch ein Grund, warum dieses Spiel fast überall auf der Welt so beliebt ist. Weil man notfalls ganz ohne teure Ausrüstung spielen kann. Sogar ohne Ball. Du sagst es. Und jetzt sind wir perfekt gerüstet für die Mini-WM. Oder, Lisa? Naja, also die große Fußballheldin werde ich nie. Aber ich glaube, ich habe endlich was verstanden. Der war echt nett, der Pelé. Ich glaube, später ist er ein bisschen größenwahnsinnig geworden. Ah, jetzt erinnere ich mich wieder, dass ich mal ein altes Interview mit ihm im Fernsehen gesehen habe. Da hat er erzählt, dass er berühmter ist als Jesus und so toll Fußball gespielt hat, wie Beethoven Musik komponiert hat. Meine Großmutter sagt immer, zweifelst du an dir, wird man dich lieben. Zweifelst du nicht an dir, wird man dich fürchten. Du meinst, Leute, die sich selbst immerzu total gut finden, haben mehr Erfolg, aber weniger Freunde? Na, denk doch mal an unseren Mannschaftskapitän, Lisa. Oh, ach ja, der Checker. Aber auch nicht schlecht, so jemanden dabei zu haben. Wenn jemand so von sich überzeugt ist, das kann auch die anderen mitreißen. Was machst du denn schon wieder am Laptop, Lisa? Na, immerhin hat Pelé nicht völlig grundlos angegeben. Hier steht, dass er für den FC Santos bis 1974 in 1114 Spielen sage und schreibe 1088 Tore gemacht hat. Später war er dann auch Rekordtorschütze der brasilianischen Nationalmannschaft und wurde vom Weltverband FIFA im Jahr 2000 zum Jahrhundertfußballer gewählt und vom Internationalen Olympischen Komitee als bester Fußballer aller Zeiten bezeichnet. Das ist wahr, da kann nicht mal Cristiano Ronaldo mithalten. Und der ist auch richtig berühmt. Braunschweig, Bern, Bauru. Ich glaube, heute muss ich früh ins Bett. Tobi, kannst du morgen Nachmittag noch mal Pässe mit mir trainieren? Nichts lieber als das. Noch dreimal schlafen und dann begann der große Tag der Mini-WM. Jeder Schulmannschaft war ein anderes Land zugeteilt. Und die schlauen Vier und ihre Klassenkameraden durften mit Aufnähern in Form der brasilianischen Flagge im Stadion auflaufen. Das nahmen sie als gutes Omen. Lisa war zwar noch immer ein wenig geknickt, dass sie nur als Ersatzspielerin eingeteilt war, aber in der allgemeinen Aufregung und Begeisterung blieb nicht viel Zeit für trübe Gedanken. Schon auf der Hinfahrt im Bus gab es lebhafte Diskussionen über die Gruppeneinteilung. Hast du den Zettel mit dem Zeitplan, Pia? Ja, Moment. Wir spielen in der Vorrunde gegen Italien, Frankreich und Argentinien. Sind die gut? Das sind jedenfalls alles Länder, in denen Fußball wichtig ist. Und wieso ist dann Italien schon in der Qualifikationsrunde ausgeschieden beim letzten Mal? Leute, das hat doch nichts zu sagen.
Ist doch reiner Zufall, welche Schule als welches Land spielt. Argentinien, das sind die von der Gebrüder Grimm Grundschule. Ich glaube, von denen trainiert keiner im Verein. Und welche Schule ist Frankreich? Tja, die machen mir schon mehr Sorgen. Ich glaube, da sind ein paar ganz gute Jungs dabei. Von den Mädchen weiß ich's nicht. Frau Krause, wer kommt denn weiter in die nächste Runde? Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Also, das mit den Gruppenspielen ist so. Lisa, das ist doch Erstklässlerwissen. Immer die zwei Besten pro Gruppe. Wenn zwei gleich häufig gewonnen haben, wird geschaut, wer mehr Tore erzielt hat. Danach geht's im K.O.-Verfahren weiter. Immer der Sieger darf eine Runde weiter, bis zum Finale. Mach dich bloß nicht lustig über Lisa. Die gehört zu deinem Team. Die musst du anfeuern. Du bist schließlich der Kapitän. Oh, danke. Hätte ich fast vergessen. Ach, Friedrich Wilhelm. Und das ist kein Erstklässlerwissen? Um 9 Uhr morgens war Anpfiff für das erste Match. Die Veranstalter hatten die Spiele so organisiert, dass immer 4 Kindermannschaften auf jeweils einem halben Spielfeld antraten, sodass mehr Partien in kürzerer Zeit parallel stattfinden konnten. Eine Halbzeit dauerte 10 Minuten. Danach wechselten die Mannschaften die Seiten. Die Kinder, die nicht mitspielten, saßen entweder in Sportkleidung auf der Ersatzbank oder standen am Spielfeldrand. Dort hielten sie Plakate mit anfeuernden Sprüchen in die Höhe und jubelten, wenn ein Tor fiel oder ein Pass besonders gut gelungen war. Im ersten Spiel traf Tobi gleich 3-mal gegen Argentinien. Tobi! 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 Du bist ein Fußballgott! Gegen Frankreich stand es nach dem Abpfiff unentschieden. Ein leichter Regen hatte eingesetzt und machte den Rasen nass. Was ist das denn für ein Wetter? Ach, fast wie in Bern 1954. Okay, Leute, kommt mal alle zusammen. Das reicht nicht für den Gruppensieg, aber wir kommen wenigstens als Zweiter ins Achtelfinale. Wir ändern jetzt die Aufstellung und zwar... Moment mal, Friedrich Wilhelm. Du bist der Kapitän, aber die Trainerin bin immer noch ich. Samir, du wechselst gegen Jonas. Amelie, du gegen Eva. Okay, komm Amelie, wir holen unsere Trinkflaschen. Was? Aber unsere Siegeschancen. Ich hab's von Anfang an gesagt. Jedes Kind, das nicht in der engeren Auswahl ist und spielen möchte, hat auch die Chance darauf. Außerdem braucht jeder zwischendrin auch mal eine Pause. Aus Fitnessgründen. Und ich, Frau Krause? Seit wann bist du denn so scharf aufs Ballspielen? Das merke ich mir für die nächsten Runden. Und wenn wir die nicht gewinnen? Also vom Feeling her, jedenfalls habe ich ein gutes Gefühl. Und das Gefühl hatte sie nicht getrogen, obwohl es im Achtelfinale zunächst nicht nach Sieg aussah. Denn in der ersten Halbzeit kassierten die Brasilianer von der Eulenstraße gleich 4 Tore. In der zweiten Halbzeit holten sie auf, aber 3 Minuten vor Ende stand es weiterhin unentschieden, bis plötzlich... Au! Oh, au! Kurz vor dem gegnerischen Tor lag Pia auf dem Boden und hielt sich die Wade. Ihr Mund war schmerzverzerrt. Oh nein! Sie hat sich wehgetan! Na, wehgetan ist gut. Das Mädchen von der schwedischen Mannschaft hat sie doch gefoult. Die hat ihr ein Bein gestellt und sie im T-Shirt festgehalten. Soll ich für sie weiterspielen? Du kommst schon noch dran, Lisa. Jetzt muss erst mal Samir für Pia ran. Der ist doch unser Elfmeter-Experte. Und tatsächlich, der Schiedsrichter erkannte auf Foul, zückte die erste gelbe Karte des Tages und gab der Eulenstraßenmannschaft einen Elfmeter. Oder besser gesagt, einen 9 Meter, wie im Kinderfußball üblich. Pia humpelte vom Platz. Samir trabte leichtfüßig aufs Feld, täuschte elegant einen Schuss in die rechte Ecke an und zimmerte den Ball stattdessen in die entgegengesetzte Richtung, sodass das Mädchen im Tor keine Chance hatte. Mit dem Spielstand von 5:4 zogen die Kinder weiter ins Viertelfinale. Toller Schuss, Samir. Und du, Tobi, du warst ja schon immer ein guter Fußballer. Aber heute wächst du wirklich über dich hinaus. Ich hab noch ein bisschen trainiert. Es gibt ja immer jemanden, von dem man was lernen kann. Pia, geht's dir besser? Pia, halt das Spielfeld gut fest. Das hilft. Danke, Lisa. Oh, geht schon. Vielleicht bin ich zum Finale wieder fit. Mit ihrem Satz hatte Pia Recht und Unrecht zugleich. Obwohl sie sich nicht schlimm verletzt hatte, merkte sie bald,
An diesem Tag war sie nicht mehr in Siegesform. Mit dem Einzug ins Endspiel hatte sie jedoch richtig getippt. Leute, Leute, Leute! Habt ihr das gesehen eben im Halbfinale? Erst passt Noemi mir den Ball, dann gebe ich an den Checker ab und der macht ihn rein, als wäre der Keeper gar nicht da. War aber auch eine tolle Steilvorlage, Tobi Oberschlau. Die haben wir gut abgeledert. Erst die Türkei und dann Costa Rica. Das heißt... Finale! Ja! Super! Sagt mal, seht ihr auch, was ich sehe? Wieso? Was siehst du denn? Ich sehe glänzende Trikots. Ich sehe geputzte Schuhe. Ich sehe eine Mädchenjubeltruppe in Glitzershirts. Ich sehe... Die Schule Schlossallee. Als der Eulenstraßenmannschaft klar wurde, gegen wen sie bei ihrem letzten Spiel antreten würden, wurde ihnen reichlich mulmig zumute. Denn die Schule Schlossallee war aus mehreren Gründen berüchtigt. Das sind doch die, die uns an der Bushaltestelle immer die Mützen klauen. Und den Mädchen blöde Sprüche hinterherrufen. Aber vor allem sind sie die reinsten Profis im Fußball. Und tatsächlich, als die Spieler von der Schlossallee aufs Spielfeld trabten, alle miteinander in nagelneuen Trikots und teuren Schuhen, wirkten sie selbstbewusst wie eine Erstliga-Elf. Vor allem einer der Jungen fiel auf. Groß, breitschultrig und mit muskulösen Beinen. Ja, so kann man das natürlich auch machen. Nur die Kinder spielen lassen, die auch im Verein trainieren und alle anderen zum Zuschauen und Anfeuern verdonnern. Das ist also, was die Kollegen von der Schule Schlossallee für Sportsgeist halten. Aber jetzt wechseln sie niemanden mehr ein, Frau Krause, oder? Also ich meine, die schwächeren Spieler. Doch, jetzt erst recht. Fair geht vor. Viel Glück, Tobi. Ich zähle auf dich. Hochspannung im städtischen Fußballstadion. Angetreten zum Überraschungsfinale sind die Favoriten von der Schlossallee unter der Flagge von Uruguay und der neue Publikumsliebling, die Schule Eulenstraße in den Farben Brasiliens. Und tatsächlich wirkt es fast, als hätten die Jungen und Mädchen sich ein wenig vom legendären Ballzauber der Südamerikaner abgeschaut. Anstoß. Hinten steht die Mauer. Da kommt keiner durch. Aber trotzdem scheuen sie nicht das Risiko im Sturm. Gleich in der dritten Spielminute ein mutiger Angriff aufs Tor durch Tobi Schmalhans, der dabei begleitet wird von Samir Haruni. Malte Wiesinger, der junge Newcomer von der Schlossallee, versucht noch dazwischen zu gehen, aber Schuss 1:0 für Brasilien. Ja, ja, ja. Und gleich eins nachlegen. Die Uruguayer wirken schreckstarr, wie auf ihre Positionen festgeklebt. Mit einer solchen Angriffslust haben sie nicht gerechnet. Die Mannschaft der Eulenstraße hat sich erneut das Leder erkämpft. Geschätzter Ballbesitz in dieser Halbzeit 80%. Da, Malte Wiesinger verliert den Ball und ein weiteres Talent kämpft sich durch. Sie nennen ihn den Checker. Da bewegen sie sich ganz in der Tradition Südamerikas. Berühmte Spitznamen wie Pelé, Kaká, Ronaldinho. Sie kennen sie alle. Und der Checker macht das 2:0 für Brasilien in der 19., nein, der 20. Minute. Und jetzt Halbzeitpause. Vorsicht, dass ihr auf den nassen Rasen nicht aufrutscht. Ja, den Sieg haben wir in der Tasche, Jungs. Und Mädels. Ach, da seid ihr mal nicht so sicher, Checker. Wäre nicht das erste Spiel, das sich in der zweiten Halbzeit nochmal dreht. Mein Großonkel sagt immer, verteil nicht deine Granatapfelsamen, ehe die Frucht gepflückt ist. Anpfiff zur zweiten Halbzeit. Und schauen Sie, meine Damen und Herren, das Blatt scheint sich zu wenden. Malte Wiesinger spielt einen riskanten, hohen Pass an seinen Teamkollegen, aber gekonnt. Und mit einem spektakulären Fallrückzieher befördert der das Leder ins Tor. 2:1, die Spannung steigt. Uruguay mit nur noch einem Tor im Rückstand. Schon wieder wird es brenzlig am Tor der Brasilianer. Diese Spielfeldseite scheint nicht ihre Schokoladenseite zu sein. Der Checker klärt. Nein, er versucht nur zu klären. Jetzt rollt der Ball nach hinten. Falsche Richtung, ganz falsche Richtung. Der eigene Keeper schaut zu spät. Der Ball ist drin. Ausgleich durch Eigentor vom Checker. Nein! Oh. Friedrich Wilhelm, was machst du denn da? Schauen Sie mal, Frau Krause.
Jetzt ist Tobi richtig böse. Geh zu ihm hin, fuchtelt in der Luft herum. Aber was ist das denn? Ich glaube, der Checker weint. Okay. Lisa, du weißt, was das heißt? Was denn? Kurze Spielunterbrechung. Dem Unglücksraben fällt es sichtlich schwer, sich wieder zu fangen. Noch 8 Minuten sind zu spielen und er weiß, jedes Tor kann jetzt das Entscheidende sein, weil er die Führung seiner Mannschaft zunichte gemacht hat. Wir sehen, wie Tobi Schmalhans seinen Mannschaftskameraden tröstend einen Arm um die Schultern legt. Aber was ist das? Die Trainerin hat sich für einen weiteren Wechsel entschieden. Der Checker trabt betreten vom Feld und wird von weiteren Mannschaftskameraden getröstet. Eine sehr faire Geste. Dafür kommt Lisa Zweistein. Gleicht ihrer Zwillingsschwester wie ein Ei dem anderen. Wir sind gespannt, ob sie auch sportlich mithalten kann. So, jetzt geht es um alles. Konzentrier dich, Lisa, konzentrier dich. Im Mittelfeld kannst du sowohl den Sturm unterstützen als auch die Abwehr. Lisa, zu mir! Ja, annehmen und weiterpassen. So! Überraschung! Die neue Spielerin entpuppt sich als angriffsstarke Allrounderin. Eine von der kopfgesteuerten Sorte. Erst denken, dann kicken. Gerade tut sich in der gegnerischen Abwehr eine Lücke auf. Lisa Zweistein dribbelt, und man muss das so sagen, sie dribbelt mit einer erstaunlichen Leichtigkeit und geht mit einem sauber vorbereiteten Treffer erneut in Führung. Wer hätte das gedacht? Meine Schwester! Oh, meine Schwester! Noch 5 Minuten. Uruguay gibt alles, aber es ist nicht genug. 4, 3, 2, 1, aus! Das Spiel ist aus! Oh, Hilfe! Was macht ihr denn? Wieso gehst du vorher auf die Knie, Tobi? Steig auf! Ich nehme dich auf die Schultern! Aber wieso denn? Das gehört sich so, Lisa! Dein legendäres Last-Minute-Tor hat uns gerettet! Na gut, aber... Oh, ist das hoch? Da kommt Pia und der Checker. Na, Kumpel? Hast du dich ein bisschen erholt? Tut mir leid, dass ich dich so angefahren habe. Ganz ehrlich, das hätte mir auch passieren können, so ein Eigentor. Und ich hätte dich umgekehrt genauso angemotzt. Warum guckst du so bedröppelt? Wir haben doch gewonnen, nur das zählt. Aber wenn das mein Papa hört mit dem Eigentor... Der hat so viel Geld hingeblättert für das Turnier. Also erstens geht's beim Fußball nicht um Geld. Oder sollte zumindest nicht. Und zweitens hast du doch dem Gegner vorher genauso elegant einen reingestemmt wie uns selbst. Komm, Checker. Du musst gleich auch auf meine Schultern. Ich glaube, Lisa wird es da oben ungemütlich. Stimmt's, Lisa? Ja, stimmt. Und eigentlich ist es auch gar nicht so wichtig, wer trifft. So ein Fußballspiel gewinnt man zusammen mit seinen Freunden. Und mit Köpfchen. Also normalerweise sind wir ja nur schlau wie 4. Aber heute sind wir schlau wie 11. Wir wollen es wissen, immer auf der Suche nach neuen Abenteuern. Wir gehen den Dingen auf den Grund und entdecken unsere Welt gemeinsam. Reise mit uns durch Raum und Zeit, denn danach wissen wir Bescheid. So viele Fragen, komm mit, wenn wir die Antworten jagen. Aufgepasst, jetzt kommen wir und wir sind schlau, schlau wie 4. Tobi, Samir, Lisa und Pia. Aufgepasst, hier kommen wir und wir sind schlau wie 4. Sind. Wohin der Weg uns auch führt, wir werden nach Hause finden. Reisen mit uns durch Raum und Zeit, denn danach wissen wir Bescheid. Es gibt so viele Fragen, komm mit, wenn wir die Antworten jagen. Aufgepasst, jetzt kommen wir und wir sind schlau, schlau wie 4. Tobi! Aufgepasst, hier kommen wir und wir sind schlau wie 4. Wie wir sind schlau wie 4. Freunde wie wir sind schlau.
erst jetzt kommen wir. Und wir sind schlau, schlau wie vier. Tobi, Samir, Lisa und Pia. Aufgepasst, hier kommen wir. Und wir sind schlau wie vier. Du willst noch mehr Hörspiele von Europa hören? Dann hol dir jetzt ein Streaming-Abo und höre alle deine Lieblingshörspiele, wann und wo du möchtest.